Hallo liebe Gartenfreunde und herzlich willkommen zum wahrscheinlich letzten Tomatenvideo 2020. Und ihr seht, die Tomatensaison ist hier noch voll im Gange, hier wird noch fleißig geerntet, deshalb haben wir zwei relativ wichtige Themen für euch. Das eine ist, wie schafft man es, so lange Tomaten ernten zu können? Da gibt es dann ganz viele Tipps, wie man das vielleicht im nächsten Jahr erreichen kann. Und das andere Thema ist, was tun mit all den grünen Tomaten? Zum Beispiel in einem halben Monat oder jetzt, wenn eure Pflanzen schon sterben. Ja, und darum geht es heute in diesem Video. Eine Sache zu Anfang, die Tipps, die wir euch gleich geben werden, wenn es wirklich jetzt bei euch schon friert oder schneit, ja, dann wird es schwierig. Wird schwierig, aber generell hilft es ja auch. Vielleicht reicht es dann nicht bis in November, aber vielleicht kann man dann bis in Oktober statt bis in September ernten. Mhm. Was wäre denn so für dich der erste und wichtigste Tipp, um lange Tomaten ernten zu können? Ja, also erstmal muss es natürlich ein geschützter Anbau sein. Wobei deine Freilandtomaten sehen auch noch sehr gut aus. Die sehen auch noch gut aus, aber ja, nein, also geschützt hilft auf alle Fälle. Und der Fehler, den ich am Anfang gemacht habe, ist, als es dann kalt wurde im Herbst, habe ich dann nachts die Fenster zugemacht und hatte ziemlich schnell die Krautfäule drin. Ist aber erstmal logisch, ne? Ja, kalt. Man denkt, es ist kalt, macht man nachts Fenster zu, tagsüber kann man wieder aufmachen, wenn es warm wird. Nein, es war nicht so gut. Krautfäule ist überall reingeschlagen und wir hatten dann, wenn wir Ende September unser Kürbisfest haben, keine eigenen Tomaten mehr. Oh. Jetzt wird es bis in den November reingehen. Das ist beachtlich. Das sind 2 Monate mehr. Genau. Nur das Lüften, mit dem man wirklich dann ja quasi gegen den Pilz anlüftet. Auch tagsüber oder sagt man tagsüber zu, damit es ein bisschen Wärme sammeln kann, oder lässt du immer die Türen offen? Immer auf. Immer auf. Okay. Auch bei Nachtfrosten. Aber gut, bei Nachtfrosten, da kann man eh irgendwann nichts mehr machen. Da habe ich gesagt, okay, wenn es jetzt stark reinfriert, ob das jetzt ein halbes Grad früher oder später ist, macht dann auch nicht mehr den Unterschied. Lüften ist wichtiger. Also bevor mir alles an der Krautfäule kaputt geht, lieber ja, kleines Risiko eingehen, dass es 3 Tage früher erfriert. Genau. Und man will natürlich auch nicht jetzt. Mal angenommen, der ganze Bestand wäre jetzt von Phytophthora, von den ganzen Sporen befallen, also von dem Pilz. Und die würden natürlich dann hier auch etwas den Boden belasten. Genau, ist dann fürs nächste Jahr. Also wenn man nicht lüftet, kriegt dann, du sagst Phytophthora, ich habe Krautfäule gesagt, das Gleiche, kriegt das dann hier rein, dann bilden sich Sporen und dann ist man gleich im nächsten Jahr früher schon wieder unter Druck, weil halt überall die Sporen rumhängen. Genau. Kann man aber auch da nicht so viel machen, wenn man einmal die Sporen drin hat, ne? Dann, nee. Bändchengewebe, Mulchen achten das. Haben wir ja als auch schon mal im Video gehabt. Irgendwo. Genau. Was wäre der nächste Tipp? Ja, ich denke, das nächstwichtigste ist, dass die Pflanzen halt möglichst lange auch neue Blüten ansetzen können. Mhm. Und da ja, sind die Tomatenhaken ja sehr hilfreich. Normalerweise, wenn man dann irgendwo bei 1,50 Meter, 2 Meter oder was man an Platz zur Verfügung hat, abschneidet, dann kommen auch keine neuen Blüten mehr und dann kann entsprechend auch keine Frucht mehr kommen. Gut, das nächste Thema ist Nährstoffversorgung. Auch da sollte man nicht abrupt aufhören zu düngen. Man könnte aber die Düngung umstellen. Genau, also wir verändern die Düngung ja sowieso immer so ein bisschen im Laufe des Jahres. Am Anfang ein bisschen stickstoffbetonter, damit erstmal die Pflanze wächst. Dann wird das zurückgefahren, kommt weiterhin Stickstoff, aber weniger. Mhm. Dann ist mehr Kali betont. Das macht was ganz Wichtiges, dieses Kali, ne? Ja, das also einmal generell ist es für Früchte wichtig. Das andere aber, die Zellwände werden was härter, was stabiler. Mhm. Das heißt, Pilze, Insekten können da schlechter eindringen. Also so ein Stachel, ne? Also so ein Blattlausrüssel durch eine harte Wand ist natürlich schwieriger als durch eine weiche. Ja, bei den Sporen genau das Gleiche. Ja, und das Kali bringt auch so ein bisschen mehr Kältetoleranz. Genau, und das habe ich auch schon mal gehört, das macht man teilweise auch bei neu gepflanzten Bäumen, dass man denen etwas Kali im ersten Jahr mehr gibt, dass die Kältetoleranz höher ist. Ja, wobei ich denke, das nicht? Ist doch, aber mehr unter Gesichtspunkt Trockentoleranz. Okay, gut, damit haben die jetzt keine Probleme. Wir wässern.
Änderst du irgendwie die Gießmenge jetzt um diese Zeit oder irgendwann, nachdem es nicht mehr so heiß ist? Ja, wir fahren es ein bisschen zurück natürlich. Der Verbrauch, die Verdunstung ist geringer. Und wenn ich dann weiter wie im Sommer, wie bei ja, großer Hitze, weiter wässer, dann wird das ja alles versumpfen hier. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt, aber das gilt eigentlich für die komplette Saison und nicht nur bei Tomaten, ist es, seinen Bestand immer mal wieder zu kontrollieren. Nach Krankheiten, nach Mangelerscheinungen. Mit den Mangelerscheinungen ist es ja so, am Anfang macht man noch mehr, also hat man Magnesiummangel, Kalziummangel etc. Da findet man jetzt um diese Jahreszeit schon eine ganze Menge mehr als am Anfang. Man würde jetzt aber nicht mehr so die Maßnahmen treffen, oder? Ja, also ganz am Schluss, dann jetzt für die nächsten zwei Wochen wird das nicht mehr viel bringen. Aber wenn man jetzt mal zwei Monate zurückdenkt und wenn man dann schon aufgehört hätte, dann hätte es schon einen ganz negativen Einfluss. Wenn du jetzt, also du sagst, zwei, drei Wochen können die hier noch vor Ort abreifen? Denke ich mal, und dann ist auch so langsam Schluss, weil hier oben kommt jetzt ja, wir haben ja auch irgendwann gekappt dann und ja, irgendwann kommt dann einfach auch so wenig nach. Mhm. Wenn ich jetzt hier noch bis Dezember stehen lasse und kriege dann noch von der Pflanze zwei so kleine Cocktails runter, bringt es dann nicht mehr, dann machen wir lieber das Haus frei und bereiten es schon mal fürs nächste Jahr vor. Und was ist, wenn du jetzt, wie hier siehst, also das ist ja das, was du am häufigsten hast, der hat einen Stickstoffmangel schon, ne? Würde ich sagen. Da ist ein bisschen Stickstoff, genau, Magnesium wahrscheinlich auch schon. Jetzt noch Stickstoff geben ist nicht, oder? Jetzt so spät für zwei Wochen lohnt sich nicht mehr. Gut. Next, du hattest es gerade schon angesprochen. Ich hole jetzt hier mal einmal diese Tomate runter. Die hast du nämlich noch nicht entspitzt. Die haben sie noch nicht gemacht, ne? Können wir aber jetzt hier mal dran zeigen, weil es ist ja jetzt viel wichtiger, dass die Pflanze Energie in die Früchte steckt und nicht in, ja, in den Haupttrieb oder genau. Seitentriebe. Ja. Also bei uns, wir machen das hier unter unseren Bedingungen mit diesen ungeheizten Gewächshäusern mit unserem Klima hier, normalerweise so gegen Ende September. Mhm. Das heißt, wir nehmen, das ist jetzt nochmal ein Geiztrieb, der kommt raus. Und wenn wir jetzt Ende September hätten und das schon gemacht hätten, dann würden wir jetzt quasi hier die Blüte haben und nochmal ein Blatt oben drüber stehen lassen, damit ja, dieses Blatt quasi diesen Fruchtstand hier unten mit versorgt. Wie ist es denn generell mit Ausgeizen bis zum Schluss oder sagst du irgendwann? Pff? Ja, immer weiter. Okay, also ich meine jetzt für die letzten paar Tage, wenn da so kleine Geiztriebe sind, die stören dann auch nicht mehr. Aber generell ganze Saison immer durch, immer weiter. Entblättern, sagen wir ja auch immer wieder. Die Kultur luftig halten heißt die Kultur so lange wie möglich pilzfrei halten. Wie lange entblättert ihr hier die Tomaten? Da haben wir ja auch schon ein Video gemacht, wie genau man entblättert. Ja, also wir machen fortlaufend eigentlich von unten immer bis zu den ersten reifen Fruchtständen. Das ist meistens so der erste halbe Meter unten, machen wir ab, also die Blätter ganz ab. Und ja, weiter oben hängt das dann davon ab, also wenn das jetzt eine Tomate ist, die so locker und licht wächst wie diese hier, machen wir eigentlich gar nichts. Wenn das welche sind, die ganz viele dicke, mastige Blätter haben, dann nehmen wir jedes dritte Blatt raus. Wenn jetzt jemand keine Tomatenhaken verwendet, also zum Beispiel diese Spiralstäbe und so, dann ist das mit dem lange Blüten haben ja nicht so toll, weil, keine Ahnung, die Pflanzen sind bestimmt schon 4 Meter groß. Wie würdest du das denn dann forcieren, dass die Blüten länger? Also dann müsste man im Prinzip wirklich mit Sätzen arbeiten. Also echt, das jetzt würde ich nicht 10 machen wie beim Salat, aber ja, einen zweiten Satz vielleicht, irgendwann im Juli nochmal gepflanzt. Gepflanzt oder ausgesät? Nee, gepflanzt. Mhm. Und ja, dafür muss man natürlich gucken, dass man dann auch Platz genug hat. Also dafür würde ich dann den ersten Satz ein bisschen weiter auseinandersetzen. Und dann kann man in die Mitte dazwischen schon mal den nächsten setzen. Man hat ja unten die Blätter schon ein bisschen weggenommen, ist schon ein bisschen mehr Luft dran. Meinst du, wenn du das im, was hast du gesagt, im Juli ja. nochmal, da könnte man ja eigentlich aus den ersten Tomaten, anstatt neu anzuziehen, aus den Geiztrieben neu bewurzeln? Genau, ist eine gute Möglichkeit. Das nächste Thema ist, man hat jetzt wirklich noch viele grüne Tomaten und man merkt dann irgendwann selber, es wird zu kalt, du hast Pilze dran, aber die Früchte selber sind vollkommen in Ordnung. Erstmal gleich die Frage, werden alle grünen Tomaten rot? Und die zweite Frage ist, wie lässt man die nachreifen am besten? So, wie machst du es? Weil du hast ja auch teilweise an Weihnachten in deinem Hofladen noch eigene Tomaten. Genau, die, ja, was machen wir? Sie liegen dann zum Nachreifen bei relativ hoher Luftfeuchtigkeit.
Wie erreichst du das? In die Dusche stellen? Bei uns ist es einfach so, dass wir einfach in einem unbeheizten Raum haben und da ist es automatisch dann was feuchter. Mhm. Wenn man sie im Zimmer hat, würde ich sie irgendwie einpacken. Entweder in Zeitungspapier einschlagen, in einer Box halten, aber jetzt nicht luftdicht abgeschlossen, sondern ist einfach so ein bisschen der Luft austauschen, ein bisschen, und dann befeuchten die Luft ja selber. Hat halt den Vorteil, dass sie nicht so schnell austrocknen. Ne? Also, dass sie ein bisschen länger Zeit haben, bevor sie schrumpelig werden. Ja, aber ich hatte mal gehört, man soll die ohne Licht einlagern. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich denke, wahrscheinlich also, von Nachtschattengewächs, Kartoffeln, ja, die Leute dann glauben. Dürften wir hier ja an der Pflanze auch kein Licht haben. Also eben. Das macht für mich keinerlei Sinn. Sehe ich auch so. Wir haben am Anfang haben wir versucht, wirklich alles nachzureifen. Ich bin eigentlich dazu übergegangen, nur noch die Früchte zu nehmen, die schon irgendwie so ein bisschen angefärbt sind. Also genau, das werden ja mal Orange, ne? Die sind jetzt von Grün schon auf so ein zartes Gelb umgeschlagen. Das ist jetzt eine quietschegrüne. Und du siehst ja auch an der Größe. Ja, müsste eigentlich eh noch was wachsen. Also sowas würde ich dann, wenn ich es mag, irgendwie noch als Grüne verwerten. Einlegen, Chutney, was auch immer. Ja, muss man nur aufpassen, das richtig zu machen, weil grüne Tomaten erstmal giftig sind. Genau. Ja, wie lange lagerst du das dann ein? Bis sie aufgebraucht sind, aber... Ja, also wir haben, die letzten sind dann ungefähr Weihnachten soweit. Zwischendurch fault natürlich auch immer was weg, dann muss man auch dazu sagen. Also immer mal eine Kontrolle machen. Man muss immer wieder kontrollieren, damit nicht jetzt eine Faule dann die Umgegenden ansteckt. Also könnte jetzt zum Beispiel eine so eine Aufbewahrungsmöglichkeit so aussehen, man nimmt sich so eine... Moment. Ja, hier ist doch alles... In direkter Nähe. Man nimmt sich zum Beispiel so eine Bäcker-Brotkiste oder einen Korb oder was auch immer, Zeitungspapier rein. Immer Zeitungspapier oder ein Handtuch, eine Decke, ein altes Laken. Ja, was dann reinlegen und am Schluss zuschlagen. Übereinander oder schon so, ist das egal? Ja, also übereinander kann natürlich immer Druck entstehen. Das ist ein bisschen eine Platzfrage. Wenn man den Luxus hat, dass man es alles nebeneinander legen kann, dann nebeneinander. Ansonsten, wenn es nicht anders geht, dann halt übereinander. Wenn man es übereinander hat, sieht man ja auch nicht sofort, dass unten eine anfängt zu schimmeln und zu faulen. Das Ganze ein bisschen schwieriger. Also je mehr Lagen da drin sind, umso schwieriger das Ganze. Weil das kann euch auch passieren. Ihr habt Tomaten, die sehen erst super aus, die dann aber schon irgendwelche Grauschimmelsporen haben. Oder eine Verletzung, was man nicht gesehen hat. Und die fangen dann sehr schnell an, pelzig zu werden. Ja, nur eine Sache. Da müsst ihr euch im Klaren drüber sein. Der Geschmack wird niemals derselbe sein, wie von einer frisch im Sommer geernteten Tomate. Genau. Ich habe eben hier so eine von unseren großen roten Cocktails gegessen. Schmeckte super, aber ganz anders als im Sommer. Mhm. Und je nach Sorte ist also auch wirklich auch der Geschmack schon raus. Und es lässt halt immer weniger Sonne, lässt der Geschmack immer mehr nach. In den Supermärkten im Winter, also die meisten Tomaten, da kannst du ja echt in die Tonne kloppen, null Geschmack. Es gibt aber immer häufiger, vor allem die kleinen, die haben schon so etwas Geschmack. Mhm. Meinst du, das ist das, was du mal gesagt hast, dass die dann in die Nährlösung noch so ein bisschen Kochsalz reinmachen? Das ist eine Methode. Das andere, sie kommen ja manchmal auch mehr aus dem Süden, wo einfach mehr Sonne da ist. Was ich auch mittlerweile gesehen habe, es wird mittlerweile künstlich beleuchtet. In Holland? Beheizt, beleuchtet? In Holland, also hier ganz in der Nähe. Mhm. Die haben da mal einen Test gefahren und hatten nicht schattiert. Und da waren dann mehrere Feuerwehrwagen, weil die ganze Gegend dachte, es würde da brennen. Okay. Ja, ist natürlich alles trotz LED und so gewisser Energieaufwand. Ob das jetzt so sinnvoll ist, eine andere Frage. Aber reden wir nochmal über die Zugabe von Kochsalz. Das nimmt die Pflanze auf, reichert das zu ganz geringen Anteilen in den Früchten. Salz ist ein Geschmacksverstärker. Richtig. Und man bekommt diesen Tomatengeschmack. Trotzdem würde ich es euch tatsächlich nicht empfehlen, das zu Hause zu machen. Also jetzt einfach ins Gießwasser ein bisschen Salz, weil auf Dauer ihr versalzt euch den Boden genau damit, oder? Also die in dem industriellen Anbau, wo die das machen, gibt es ja gar keinen Boden. Da gibt es eh nur eine Nährlösung. Die wird dann 2-3 Stunden vor der Ernte gegen diese Kochsalzlösung ausgetauscht. Und ja, anschließend wieder gegen die Nährlösung ausgetauscht. Wenn man das Kochsalz einmal in der Erde drin hat, hat man es drin. Ja gut, Marcel, also ich fand nochmal, auch wenn ich mich wiederhole, ich fand die Tomatensaison super, sowohl hier als auch in meinem Garten, in meinem kleinen Folientunnel. So viel habe ich noch nie rausgeholt. Freiland war auch vollkommen okay. Ja.
Hörst du den Hund? Seit wann hast du einen Hund? Ich habe keinen Hund, sind irgendwelche Spaziergänger da hinten. Du brauchst mal so einen Hofhund hier. Mhm. Tja, und ich hoffe, die nächste Saison wird noch ein Stück besser. Schauen wir mal. Schauen wir. Ist immer eine Überraschung. Ja, und in diesem Sinne, wie immer, hat euch dieses Video gefallen. Gebt ihm einen Daumen nach oben. Schreibt vielleicht eure Erfahrungen mit langer Tomatenernte in die Videobeschreibung. Nicht in die Videobeschreibung, in die Kommentare. Empfehlt diesen Kanal weiter. Besucht Marcells und mein Instagram-Profil. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.